Rapper Bösemann zieht sich nun aus der Rap-Szene zurück und arbeitet im Hintergrund an seinem Plan. In den letzten Monaten hat keine andere Person für mehr Schlagzeilen gesorgt. Wenn es irgendwo brennt, dann fällt immer der Name Bösemann. Er fordert andere Rapper heraus, streitet mit ihnen und Disses gab es sowieso ohne Ende. Doch nach diesem Beef wird erst einmal Schluss sein mit Bösemann. Denn mit Farid Bang findet er einen ernstzunehmenden Gegner. Diese ganzen Lines gegen seine Familie sind ein Wunderpunkt. Übrigens spielt er schon länger mit dem Gedanken, seine Karriere zu beenden und endlich Ruhe zu finden von dieser Szene. Nun scheint dieser Moment gekommen zu sein. In seinem Statement kündigt er allerdings einen Rückzug an. Er plant hinter den Kulissen irgendwas ganz Gefährliches. Farid Bang findet es allerdings zum Lachen, denn er glaubt, er sei der Sieger in diesem Beef und dass er die Rap-Szene von ihm befreit hat. Hier gibt es den passenden Ausschnitt dazu. Schaut es euch an. Haben die im Ernst gedacht, ich lass mich auf diese Komödien-Geschichten da ein oder was? Nein, nein, dafür ist es dieses Thema hier viel zu ernst. Dieses Thema hier ist viel zu ernst, okay? Die Beleidigungen, die ausgesprochen wurden, die stehen noch im Raum, okay? Und meine Mission ist noch nicht erfüllt, damit ihr Bescheid wisst. Und kein Rücken und niemand wird mich abhalten können, hier meine Mission auch durchzuziehen, damit ihr wisst, wovon ich hier rede überhaupt, okay? So, und hiermit mache ich jetzt auch erstmal bekannt, dass ich mich vorerst von der Öffentlichkeit zurückziehen werde, okay? Und natürlich im Hintergrund meine Tour durchziehe. Ich werde mich jetzt erstmal von der Öffentlichkeit zurückziehen, werde aber im Hintergrund einige Sachen regeln, okay? Weil wie gesagt, ich muss hier die Reißleine ziehen, wenn Kinder ins Spiel, wenn Kinder mit reingezogen werden, wenn Familie mit reingezogen wird, ist alles vorbei, ist erstmal Schluss. Gibt es keinen Rückwärtsgang erstmal? Für mich gibt es keinen Rückwärtsgang, nein. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr über die Entscheidung von Bösemann? Und glaubt ihr, dass Farid Bang der Auslöser ist für dieses ganze Drama? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.